So, wir haben den Sektor erobert, also werden wir hier erst einmal zwei Lagerhäuser errichten. So, zwei Sägewerke hier dürften eine zentrale Sägeproduktion abgeben. Und ja. Ich wähle mal die obere Belohnung für mehr Baumaterialien aus. Ereignisgebiete. Dann schalten wir gleich mal die Spezialhauptgebäude frei. Ereignisgebiete sind besondere Sektoren auf der Karte, die Quests anbieten. Ja, das kennen wir doch mittlerweile schon. Tief in den Wäldern Tandriens. Könnt ihr hilfreiche Orte finden. Sie bieten euch mächtige Quests. Ja, es ist zum Glück immer noch Tutorial, also können wir uns die Zeit nehmen, solche Sachen zu lesen und so. Questtafel nochmal. Gewinnt mit Hilfe der Siegpunkte. Siegpunkte erzielen. Ihr könnt die Karte über Siegpunkte gewinnen oder indem ihr alle eure Feinde mit eurer Armee bezwingt. Auf jeder Karte kann es vielfältige Möglichkeiten zum Erlangen von Siegpunkten geben. Dazu gehören das Erfüllen von Quests in den Ergebnisgebieten, das Ausbauen von Handel oder Technologie sowie das Erobern von Sektoren. Die Siegpunkte-Tafel könnt ihr über das Sternsymbol in der unteren Bildschirmleiste aufrufen. Hier seht ihr, wie viele Punkte ihr benötigt, um eine Kampagne zu gewinnen. Bewegt den Cursor über das Sternensymbol, um den Siegbericht anzuzeigen. Öffnet die Siegpunkte-Tafel, um zu sehen, welche Siegpunkte verfügbar sind und was sie erfordern. Anhand der Farbe könnt ihr erkennen, welcher Spieler den Punkt hält und was euch noch fehlt, um diesen abzunehmen. Siegpunkte wegnehmen. Es gibt zwei Arten von Siegpunkten, statische und dynamische. Dynamische Siegpunkte können je nach Situation den Besitzer wechseln. Ihr Besitz bleibt ungesichert, bis eine Karte endgültig gewonnen wurde. Einige Siegpunkte sind statisch. Wenn ihr einen statischen Siegpunkt erlangt, könnt ihr ihn nicht mehr verlieren. Statische Siegpunkte sind für gewöhnlich schwerer zu erlangen als dynamische. Also, wir brauchen drei Siegpunkte. Wir sollten jetzt aber erstmal hier weiter den Gebäuden machen. Das war das falsche Gebäude. Ich brauche eine Berghütte. Hier. Und eine Berghütte. An dich schließe ich zwei Kohleminen und ein Erzbergwerk an. Dann ich zwei Goldminen und einen Eisenschmelzer. So. Gut, gucken wir uns jetzt mal und ja, mehr Holzfäller. Schlecht. Hier gibt es ja noch genug Holz. Wobei ein zusätzlicher Holzfäller dürfte reichen. Ja, gucken wir uns jetzt die Siegpunkte-Tafel an. Sechs Siegpunkte, dafür brauchen wir drei. Davon brauchen wir drei zum Beginn. Einmal der verwunschene Wald. Der Werwolf und sein Rudel haben seit Tagen nichts gefressen. Schickt ihm Wurst und ihr werdet mit einem Siegpunkt belohnt. Ja. Sparfuchs. Solange ihr mindestens 25 Münzen besitzt und wohlhabender seid als der Gegner, ist dieser Siegpunkt euer. Im Alter des Gleichstands bleibt er bei seinem ursprünglichen Besitzer. Ihr könnt entweder auf eine Münzbrückerei setzen, Bier in der Taverne verkaufen oder auf Marktplätzen und tiefen Handel treiben. Feldmarschall. Solange eure Armee aus 20 oder mehr Soldaten besteht und die eures Gegners an der Zahl übertrifft, besitzt ihr diesen Siegpunkt. Im Fall eines Gleichstands verbleibt er bei seinem ursprünglichen Besitzer. Rekrutiert Soldaten in eurer Kaserne unter Taverne oder kauft Kanonen in der Kanonengießerei. Spezielle Sorge.
Erobert und haltet den Stadtsektor, um diesen Siegpunkt zu erlangen. Erobert Sektoren mit euren Soldaten, schickt Händler aus dem Außenposten und Münzen, um Außenposten mit Münzen zu beschenken oder geistig, um sie zu bekehren. Imperator. Solange euer Königreich drei Sektoren umschließt und die Ländereien eures Gegners in den Schatten stellt, ist euch dieser Siegpunkt gewiss. Weil er ist Gleichstand, verbleibt er bei seinem ursprünglichen Besitzer. Erobert euer Sektor mit euren Soldaten, lasst Kaufleute Außenposten mit Münzen bestechen oder schickt eure Geistlichen zu bekehren. Und der Sonnenkönig. Solange eure Prestigestufe 5 erreicht hat und das eures Gegners übertrifft, steht euch dieser Siegpunkt zu. Im Fall des Gleichstands verbleibt er bei seinem ursprünglichen Besitz. Ihr könnt eure Prestige durch den Bau von Prestigeobjekten steigern. Ihr könnt dazu aber auch Technologien, die Technologieverzierung erforschen, neutrale Sektoren erobern oder spezielle Handelsaußenposten errichten. So, gucken wir uns mal an. Die Handelsrouten haben sich in dieser Mission noch nicht geändert. Großartig. Werden sie erst in der nächsten. Und bei Technologie hat sich im Augenblick auch nicht großartig viel geändert. Ja, ich nehme mal an, wir werden groß auf Handel und Kirche setzen. Und ja, das hier wäre der Stadtsektor. An dem wir nur kommen würden... Also ja, solche Sektoren könnten wir, glaube ich, durch. Die Sektoren sind nicht miteinander verbunden. Wir müssten über den Sektor in den Stadtsektor kommen. Also der Stadtsektor ist schon mal eher schlecht. Vor allem, wenn Drakorian dann anfängt, irgendwann loszulegen. Jetzt fangen wir mal mit unserer großen Farm an. Das Wohnhaus können... Also da ist ein Wohnhaus. Da schließen wir die Werkzeugschmiede an. Und errichten auch gleich hier noch ein Wohnhaus für Bäckereien. So. Also welche Siegpunkte auf jeden Fall wichtig wären, wäre der verwunschene Wald, der Sonnenkönig und vielleicht noch der Imperator. Also wenn wir die beiden Sektoren noch einnehmen und diesen hier und halten können, dann hat Drakorian eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, uns Sektoren wegzunehmen. Also, dann haben wir 4, beziehungsweise 5. Und er kann maximal 1, 2, 3, 4 haben, ja. So ein gehobenes Wohnhaus, um Münzen zu produzieren, wäre auch nicht schlecht. So, der Werkzeugschmied, der produziert jetzt nur noch nach Bedarf. Bevölkerungsbelohnung haben wir gekriegt. Steine sehen gut aus, Werkzeug können wir uns gerade leisten.
Deswegen nehme ich die Bretter. Und befestige auch den Sektor, damit Dracoria nicht über den verwutschenden Wald kommen kann. Weil diese Sektoren können einfach durchmarschiert werden. Soweit ich weiß. Also ich könnte... Keiner der Gegner hat auch nur einen Siegpunkt. Ja. Oh, ist nicht erreichbar. Okay, das heißt, den Ausbau können wir uns sparen. Keiner der Gegner hat auch nur einen Siegpunkt. Und der ist nicht erreichbar. So, was können wir hier machen? Abhängig von euren Siegpunkten erhöht sich die Questkosten. Besiegt die Armee des Werwolfs und werdet zum Rudelführer. Zum Zeichen der Unterwerfung wird er seine gewaltigen Lungen in eure Dienst stellen und einen zerstörerischen Sturm über euren erfolgreichsten Gegner hinwegfegen lassen. Ja. Ich hasse Gemüse. Den sollten wir uns wirklich als erstes holen. Dafür brauchen wir nur 10 Würste. Schließen wir hier gleich schon mal Wurst- und Goldproduktion an. Das ist nämlich der erste Siegpunkt. Dem Werwolf war das Jagdtüte in den letzten Tagen nicht Holz, sodass er schrecklich ausgehungert ist. Seitdem die Wurst in seinem Knund im Markt zu beruhigen, ihr werdet einen Siegpunkt erhalten. Das ist ein Handelsziel. Nachhilfe. Der Werwolf hat über die Jahre beachtliche Weisheit erworben, kann allerdings weder lesen noch schreiben. Sendet ihr dem Geistliche, die ihn darin unterrichtet, der wird euch zum Dankpreis gleich durch seinen Sektor gebären. Genau, wir bräuchten diesen Siegpunkt. Dieses Missionsziel. Das freie Geleit zu kriegen, dass wir durch den Sektor in Dracorians Sektor wandern können. So, als nächstes hätte ich gern die beiden hier. Und ja, ich plane jetzt gerade schon sehr groß hier. Kriegen wir Mehl rein? Kriegen wir nicht, weil wir keine Windmühlen errichtet haben. Und auch hier noch keine Bäcker haben. So. Machen wir auch noch ein bisschen mehr Wohnraum. Gut. Also ja, wenn wir da auch Kontrolle über den Hafen haben, wird es richtig gut. So, die Metzgerei ist errichtet. Das heißt, wir produzieren Wurst. Wir produzieren jetzt auch Brot und Weizen, das ist gut. Also Mehl und Brot. So würde ich das sagen. Ja, bei Dracorian regt sich zum Glück immer noch nichts. Das heißt, wir können uns jetzt im Augenblick wirklich Zeit nehmen, die Wurst für den Werwolf herzustellen.
und sie ihm zu liefern, dass wir den ersten Siegpunkt kriegen. Aber leider ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Also werde ich hier speichern. Unser Let's Play. Überschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.